Ich fange nochmal an mit der Schule in Essen. Ja. Ja, also ich hatte die Erfahrung gemacht, ich war vorher auch noch an einer Schule, ich war 17 Jahre in einem Gymnasium. Ich habe da zwar auch sehr viel bewegt, aber mehr in meinem eigenen Unterricht und nicht dieses ganze System. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass da sehr viele Lehrer sind, die auch gerne Projektunterricht machen würden. Projektunterricht bedeutet, man hat ein bestimmtes Thema, ein gesellschaftsrelevantes Thema auch, und die Kinder begeben sich sozusagen als Forscher dahin, sich Dinge anzueignen, etwas herauszubekommen, ein bestimmtes Produkt hinterher zu entwickeln oder vielleicht eine Podiumsdiskussion zu haben und etwas, was sinnhaftes Lernen, kann man sagen, und eigenständiges Lernen. So, dieser Projektunterricht kann nicht stattfinden, wenn eine Schule 45 Minuten getaktet ist. In den 45 Minuten brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Bis ich da mal irgendwie meine Sachen rausgeholt habe, sind die 45 Minuten um, kommt der nächste Lehrer. Also alleine diese Zumutung, stellen Sie sich mal vor, jetzt auch als Erwachsener, alle dreiviertel Stunde würde jemand kommen und sagen, so, Buch weg, jetzt ist gerade mal Sport angesagt oder nach einer Dreiviertelstunde ist dieses angesagt und jenes. Ne? So, und deswegen finden solche Sachen häufig nicht statt. Vielleicht so eine Alibi-Projektwoche einmal im Jahr, aber der Gesamtunterricht ändert sich nicht. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich dann in Essen, als ich Schulleiterin wurde, habe ich mich mit meinen Kollegen zusammengesetzt. Die sahen das ähnlich. Dann haben wir gesagt, da müssen wir eine Struktur erfinden, wo man Zeit hat für Projektunterricht. Also haben wir ein Fach erfunden, das hieß Vorhaben. Vorhaben war 3 Stunden am Stück. Da haben bestimmte Fächer 1 Stunde reingetan. Vorher und hinterher hatte man noch beim Klassenlehrer Unterricht, sodass man den ganzen Tag auch an einem Projekt arbeiten konnte, die Schule verlassen konnte und so weiter. So, und das ist jetzt eben eine Reform von Unterricht, sage ich jetzt mal. Also man muss eine andere Struktur entwickeln. Man kann nicht in 45 Minuten Häppchen, kann man heute, also lernt man nicht. Ja? Da kann man eben nur immer so ein bisschen Wissen vermitteln, aber nicht sich intensiv auf etwas einlassen, was ja total wichtig ist. Lernen ist ein eigenaktiver Prozess. Und lernen kann man nicht, wenn vorne einer steht und sagt, Buch aufschlagen, Seite 17, Päckchen 3 und 4. Naja, ich habe so noch gelernt und ich denke, die meisten hier im Raum auch. Und, wie viel haben Sie denn davon behalten? Wahrscheinlich, das sage ich lieber nicht, ist wahrscheinlich sehr wenig, weil inzwischen weiß ich ja auch, dass aus wissenschaftlichen Studien zum Beispiel hervorgeht, dass man das meiste, also wir früher, außerhalb der Schule gelernt hat. Also mindestens 70-80% informell, genau. Wie es heißt. Das war nicht das Schulwissen. Also das Schulwissen, das konnten wir dann nach der Schule, glaube ich, alle miteinander hier anhaken hängen und nochmal von vorne anfangen. Ja, also die andere Sache ist, Sie haben ja vorhin gesagt, die Gesellschaft hat sich verändert. Ja. Ne? Hat das auch was mit Globalisierung zu tun jetzt? Ja, natürlich. Um das Stichwort, um das Schlagwort zu bringen. Ja, die Gesellschaft hat sich verändert. Wir leben in einer globalisierten Welt. Ich finde, dass die große Herausforderung ist, das Zusammenleben zu lernen. Das ist die wichtigste Herausforderung im 21. Jahrhundert. Ohne dass das Zusammenleben gelernt wird, werden wir keinen Frieden haben. Entweder wir lernen zusammenzuleben oder wir gehen gemeinsam unter, hat mal ein Staatspräsident bei einer UN-Konferenz gesagt. Also Verständigung ist das eine und Verantwortung ist das andere. Ja? Verständigung und Verantwortung, die großen Herausforderungen. Wie lernt man in Schule Verständigung und Verantwortung? Fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Verantwortung lerne ich, indem ich Verantwortung übernehme. Und nicht aus Büchern. Verantwortung kann man nicht aus Büchern lernen. Man kann sich mal gedanklich damit auseinandersetzen, aber ich muss das erfahren.